Mein Name ist Gregor Jarisch, ich bin Softwareentwickler, Chatbot-Architekt, habe seinerzeit ein Startup gehabt, hat ein CTO als Position und laufe mehr oder weniger durch die Gegend von Konferenz zu Konferenz und erkläre Leuten, was Chatbots sind und einen weiteren Teil. Also das wird die Introduction sein, die erste Hälfte, und die zweite Hälfte werde ich über Eddie reden, ein Open Source Chatbot Framework, das seit 2006 mittlerweile existiert. Normalerweise sollte ich heute hier auf der Bühne stehen mit Barbara Ontesek, die ist leider krank, lässt sich entschuldigen, deswegen werde ich ihren Teil jetzt auch übernehmen und die ganze Präsentation halten. Ja, wie schon gesagt, heute geht es über Chatbots, der erste Teil eine Introduction. Ein sehr bekannter Spruch, die meisten von euch werden das wahrscheinlich kennen, Mark Zuckerberg: Das Einzige, was die Menschen mehr tun als Social Media heutzutage, ist Messaging. Ja? Also, das muss jetzt nicht unbedingt über WhatsApp oder Facebook sein oder SMS, aber im Wesentlichen, was Leute unheimlich gern tun, täglich, massenweise, ist hin- und herschreiben. Eine sehr interessante Entwicklung in den letzten Jahren ist, Leute laden kaum mehr neue Apps herunter. Ja, also das war am Anfang, wie wir Smartphones rausgekommen sind, tausende Apps und Leute haben sie heruntergeladen und Firmen haben gedacht, okay, wir müssen jetzt neue Apps bauen und die müssen wir auch runterladen. Aber im Wesentlichen ist die Geschichte die, irgendwann ist ein Sättigungsgrad erreicht. Und das merkt man in der Entwicklung, dass die Leute halt teilweise schon noch neue Apps runterladen, aber im Wesentlichen verwenden die Leute ihre 5 bis 7 Apps und dieses, ja, und von den 50, die wir installiert haben, sind es dann am Ende eh nur wenige, die tatsächlich verwenden. Also von dem her macht es jetzt kaum eine neue App zu installieren, wenn man eh die 5, 7 hat schon, die man verwendet. Und das zeichnet sich auch wieder, also das ist eine Statistik aus Amerika, aber das ist, rennt meistens sehr synchron zu den Statistiken in Europa in diesbezüglich. Und da merkt man, die Hälfte der Menschen downloaden einfach kaum mehr irgendwelche Apps. Sehr interessant ist die Statistik hinsichtlich der Messenger Usage, also wie viele Leute tatsächlich Messenger verwenden. Unglaublich große Zahl, ja. Wobei man hier sagen muss, also WhatsApp, Messenger, Skype, Viber, Line, Telegram und okay, nicht so wenig, aber zumindest Telegram, sind relativ weltweit, ja, also in vielen Ländern vertreten. Was bei WeChat allerdings ist, obwohl die jetzt rein von der Userzahl her drittgrößte sind, muss man sagen, das belauft sich nur auf China. Ja, also das, die haben das in einem Land geschafft, so eine massive aktive Rate zu haben, während die anderen weltweit im Wesentlichen agieren. Auch sehr spannend, das erste Mal in der Geschichte ist es so, dass sich Messenger-Services aus Amerika und Europa eigentlich mehr an dem Modell aus China orientieren als vice versa. Also bislang war es immer so, dass irgendwie Amerika was erfunden hat und dann hat sich China gedacht, okay, das kopieren wir jetzt. Aber irgendwie ist das jetzt genau umgekehrt. WeChat ist so dermaßen mächtig als Applikation, das ist nicht nur eine kleine Chat-Software, sondern man kann alles Mögliche damit machen. Irgendwelche Termine beim Arzt ausmachen, Rechnungen im Restaurant zahlen, irgendwelche Dinge raussuchen. Also es ist eine multifunktionale App, die alles kann. Und Facebook, WhatsApp und auch andere Services nehmen sich daran ein Beispiel und versuchen jetzt in diese Richtung zu gehen. Nur ganz kurz, dieser Überblick, also man sieht, Messenger sind sehr weit vertreten. Amerika ist definitiv dominiert von Facebook, das heißt nicht, dass WhatsApp und die anderen Sachen nicht verwendet werden, aber halt einfach nicht als Nummer 1. Ja, China sind die meisten Messenger-Services geblockt, das ist wahrscheinlich ein Mitpunkt, warum WeChat und die ganzen internen chinesischen Chat-Software Apps gut funktionieren. So, jetzt kommen wir langsam zum Thema, also weg von Messengers hin zu Chatbots. Was sind Chatbots genau? Werden wir uns gleich anschauen. Im Prinzip sieht man eine Transition. Am Anfang, vor 20 Jahren, hat jeder gesagt, okay, wir brauchen eine Webseite, das ist unbedingt notwendig, weil ohne Webseite erreichen wir die Kunden nicht. 10 Jahre später hat jeder gesagt, ja, also eine Webseite ist zwar zwingend notwendig, aber ohne erreichen wir die Kunden nicht. Und jetzt laufen Leute wie ich herum und sagen, also jetzt ist es der Chatbot und ohne Chatbot erreichen wir die Kunden nicht. So, Wahrheit dahinter ist, es ist einfach ein neuer Kanal, in dem man Kunden erreichen kann. Eine Website wird nach wie vor wichtig sein, eine App kann sinnvoll sein, aber genauso ist es mit dem Chatbot. Nur weil jeder einen Chatbot hat oder haben will, heißt das nicht, dass man unbedingt einen braucht. Aber umgekehrt, man merkt, es ist diese User Interaction, die sich immer mehr verlagert auf andere Channels. Also die Idee dahinter ist, zu sagen, okay, ich habe hier einen Chatbot, der auf denselben Medien kommuniziert, wie ich mit meinen Freunden und meiner Familie kommuniziere. Und dadurch eine gewisse Glaubwürdigkeit bis zu einem gewissen Grad hat, weil wir gewohnt sind, dass das sehr, sehr intime Gespräche mitunter sind, vor allem mit Freunden und Familie. Und andererseits auch der
der positive Effekt, ich habe es gleich dort in der App, wo ich bin. Ja, also wenn ich, das ist quasi ein neuer Service und ich brauche mir nichts Neues runterladen, sondern kann es gleich direkt verwenden. So, jetzt kommen wir zur grundsätzlichen Definition, was macht eigentlich ein Chatbot aus? Aber ab wann kann man sagen, ist ein Chatbot ein Chatbot? Also grundsätzlich ist es ein Computerprogramm, das eine Konversation simuliert. Ja, idealerweise eine menschliche Kommunikation in natürlicher Sprache, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, was auch immer. Und die Idee ist, eine Konversation zwischen zwei Individuen zu simulieren. Idealerweise im Regelfall zwischen einem Individuum und dem anderen. Ja, also ein Mensch redet mit einem Computer, es gibt auch Versuche, Computer redet mit Computern, das funktioniert dann ein paar Minuten gut und dann wird es irgendwann lästig. Aber im Prinzip ist die Überlegung, Konversationen, die typisch sind, die vorausschauend sind und die immer wieder die gleichen sind. Also klassisch, wenn man jetzt irgendwie sagt, Technikum, Studenten, es gibt immer so Fragen, die jeder Student immer stellt. So, sei es, bis wann ist die Hausübung due, was muss ich dann und dann abgeben, wie viel wert sind die und die Tests und so weiter. Also Fragen, die immer wieder zu denselben Antworten führen, wo man nicht wirklich jemanden braucht, der intelligent ist, der darüber nachdenkt, lassen sich im Wesentlichen mit Chatbot-Technologien ganz gut abbilden. So, wie ich schon gesagt, ein riesiger Vorteil bei Chatbots, man braucht jetzt nichts Neues runterladen. Also das ist, kann sich vorstellen, im WhatsApp, bei WhatsApp tatsächlich jetzt nicht, gibt es zwar Chatbots, aber doch sind nicht supportet, aber die ganzen anderen Chatbot-Plattformen ist es dann im Wesentlichen wie ein Kontakt. Ja? Also man hat Freunde in seiner Kontaktliste und dazwischen laufen dann irgendwo die Chatbots auf, mit denen man genauso kommunizieren kann. Wie schon gesagt, es ist ein sehr natürliches Umfeld, also im Wesentlichen Facebook wirbt damit, dass die Überlegung ist, dass die Zukunft der Kommunikation mit den Kunden genauso leger ablaufen soll, wie wenn ich mit Freunden rede. Also ich soll jetzt irgendein Business anschreiben können mit, hey du, das und das läuft nicht so, wie wir das vorstellen, wie können wir damit umgehen, und soll nicht nur so hoch und klar sein. Und auch etwas, ich meine, das kann man sagen, das ist grundsätzlich in Software so, aber bei Chatbots ist es massiv so, dass man während dem laufenden Betrieb das Ding ständig verbessern kann und muss. Also es ist leider nicht so, dass man irgendwas programmiert und dann sagt, okay, das Feature sei nicht so gut, funktioniert jetzt, das schließen wir raus. Sondern es ist im Regelfall so, dass man eigentlich nur einen sehr, sehr kleinen Scope abdeckt von dem, was man abdecken sollte, wenn man ein Chatbot programmiert und dann erst im wirklichen Produktionsbetrieb, im laufenden Betrieb merkt, was Leute teilweise fragen, wie sie was ihre Anliegen sind, wie sie ihre Fragen formulieren. Das heißt, es ist unabdingbar, dass man wirklich hier nachhaltig diesen Chatbot weiterentwickelt. Es wird auch oft von einem lebenden System gesprochen. Also nicht etwas, ich schieße eine Version 1.0 raus und hinter mir das Influx, sondern ich muss mich ständig darum kümmern. Nur so kann ich Qualität erreichen. Ja, vielleicht kurze Frage. Wer von euch weiß, wann der erste Chatbot entwickelt wurde? Anto? Ist vielleicht gut mit einem IRC-Chatbot? Bitte nochmal? IRC-Chatbot? Aber wann? Welches Jahr? Also 50er, das heißt die 50er, das war der erste Eliza, ja, vielleicht ist es wirklich schon gekommen, Eliza war der erste Chatbot, der in den 50ern, Mitte 50ern entwickelt wurde. Das heißt, das Thema ist eigentlich schon uralt. Jetzt ist die Frage, warum ausgerechnet jetzt Chatbot, warum nicht vor 10 Jahren, vor 20 oder vor 40 Jahren? Eine Geschichte ist die Geschwindigkeit von Computern, die jetzt einfach auf einen Punkt angelangt ist, wo man nicht nur 5 Minuten auf eine Antwort warten muss und dadurch einfach die Konversation viel interessanter wird. Und das zweite ist mit Sicherheit das Erkennen der Sprache. Also die Chatbots sind jetzt zwar sehr stark auf Messenger unterwegs, aber ist jetzt ein Zwischenstep Step und es wird dann irgendwann mal übergeführt werden in wir reden mit Geräten. Also sei es ein Alexa, ein Google Home, die schon sehr stark in diese Richtung gehen, sei es Virtual Reality, Augmented Reality, wo es einfach der perfekte Use Case wäre, anderen Leuten aus der Virtual Reality bzw. Computer oder sonstiges eine normale Konversation zu führen, wie mit anderen Menschen auch. Und hier sind wir mittlerweile, ich meine, Voice Recognition gibt es auch schon seit ein paar Jahren, aber hier sind wir mittlerweile auf einem Punkt angelangt, wo die Fehlerquote sehr gering ist, auch wenn man nicht trainiert ist. Also auch wenn man das System nicht vorab mit seiner eigenen Stimme trainiert und deswegen auch meistens sehr gute Resultate in sich führt. Ja, Conversational Interface, also das ist grundsätzlich die Art und Weise, wie man mit einem Chatbot kommunizieren kann. In erster Linie geht es darum, die natürliche Sprache zu verstehen. Also als User soll man in der Lage sein, seine Sätze genauso zu formulieren, wie man das bei anderen Menschen auch tun würde. Man sollte sich nicht überlegen müssen, wie muss ich das jetzt sagen, dass der Computer versteht, sondern einfach frei weg von der Leber, wie man so schön sagt, soll der Chatbot analysieren können, was habe ich da gesagt und irgendwie auch eine Entscheidung treffen, wie gehe ich damit um, idealerweise eine Antwort liefern,
die Sinn macht. Das Ganze kann, läuft regelfall mit Text, aber spricht auch an sich nichts dagegen, dass man ein Bild verschickt zum Beispiel. Ja. Also es gibt ein paar Chatbots, denen kann man ein Bild schicken, die schicken ein Bild zurück und so entsteht halt im Wesentlichen eine Bildsprache, eine Konversation mit Bildern. Ja. Wie sinnstiftend das am Ende ist, ist eine andere Frage, aber im Prinzip es ist nicht rein auf Text basierend oder auf Sprache, sondern es gibt verschiedenste Möglichkeiten zu kommunizieren. Es gibt auch Chatbots, die auf Smileys reagieren und dann Smileys zurückschicken, beziehungsweise Sentiment Analysis und so weiter. Also da gibt es einige interessante Use Cases. Und ja, die Konversation an sich sollte halt sehr stark ablaufen, wie das in einem normalen Chatfenster auch der Fall ist. Also dieses peu à peu, nicht lange, endlose Sätze mit irgendwelchen langen Dialogen, langen Paragraphen, sondern kurze Sätze. Wenn man sich jetzt mal seine eigenen Verläufe im Chatprogramm anschaut, merkt man, die wenigsten schreiben wirklich ganze Romane, sondern es sind meistens kurze Fragmente, auch durchaus eine Information verteilt in mehreren Inputs. Von dem her, gute Chatbots sollten genauso aufgebaut sein und jetzt nicht eine Bibel predigen. Zwei Beispiele, die gerne jeder von euch ausprobieren kann, idealerweise nachher, weil sonst verliere ich eure komplette Aufmerksamkeit. Das eine ist Mieze, das ist der Catbot. Das ist von der Barbara entwickelt, die heute hier stehen soll. Im Wesentlichen geht es bei Mieze darum, coole Locations zu finden, egal wo man ist. Also man entweder nach Rennstadt oder auch gerne in Wien und man sucht nach irgendwelchen interessanten neuen Locations, ein Restaurant, eine Bar oder sonstiges, möchte aber, dass die gut ist oder im Sinne dessen von anderen gut bewertet wurde und kann danach suchen. Sieht man eh. Ein paar Screenshots, also ich kann angeben, wo ich bin, ich kann eine Location schicken, ich kann nach konkreten Plätzen oder nach konkreten Orten, also sich Sushi, Tokio oder sonstiges, und aufgrund von verschiedenen Abfragen auf TripAdvisor, Foursquare und sonstigen Datenbanken wird dann ein Ergebnis errechnet und die zumindest laut diesen Plattformen coolsten Locations wieder zurückgegeben. Man merkt hier, das ist jetzt ein sehr minimaler Use Case, aber in Wahrheit ist es genau das, was Chatbots tun sollten. Kleine Use Cases haben, sehr, sehr spezifiziert, sehr, sehr speziell. Eine Kategorie, die Leute sollen genau wissen, was das Ding kann. Alles andere muss es nicht können, soll es nicht können, solange es das gut kann. Ein zweiter Poncho, der Wetter-Chatbot, wie es irgendwie schon sagt, der kann Fragen über das Wetter beantworten, mal besser, mal schlechter, aber im Prinzip ist das genau seine Aufgabe zu sagen, hier ist jetzt morgen in San Francisco und wie ist da am Abend das Wetter. Das ist im Wesentlichen auch eine Wetterdatenbank im Hintergrund, die abgefragt wird, wo versucht wird, natürlich vorher herauszufinden, was will der jetzt genau und für welche Region soll das Wetter sein und dann entsprechend Antworten gibt. Wenn man jetzt einen Chatbot bauen will und vielleicht sogar mit dem Geld verdienen möchte oder in irgendeiner Art und Weise das nicht nur an der Freude macht, also die Freude an sich macht, gibt es ein paar Areas, die durchaus sinnvoll sind anzugehen. Sales Advisor, also in irgendeiner Art und Weise ein Verkaufs-Chatbot macht absolut Sinn, wenn man Produkte hat, sei es in einem Webshop oder irgendwelche anderen Geschichten. Also ein schönes Beispiel, das ich ganz gerne immer gebe, wenn jemand ein neues Mobiltelefon braucht und er kennt sich technisch nicht aus, dann ist er in einem Webshop im Regelfall aufgeschmissen. Er weiß vielleicht, es soll schwarz sein und vielleicht soll es auch cool sein, aber da gibt es auch immer 90 Handys, die den Kriterien entsprechen und am Ende weiß man erst recht, welches man nehmen soll. So, der Brutto-Normalverbraucher wird in einen normalen Job gehen und sich beraten lassen. Sagen, er braucht für die Uni und es soll ein Rango-Akku haben und er wieder mit YouTube schauen und sonstiges. Derjenige wird das dann in irgendeiner Art und Weise in seinem Kopf in technischen Aussagen übersetzen, möglicherweise seinen Computer konsultieren, schauen, was für Möglichkeiten es gibt und dann irgendwelche Beratungen geben, im Sinne, also persönliche Empfehlungen im Sinne von diese drei Handys beispielsweise. Jetzt ist das Problem im Webshop. Gibt es sowas nicht, ne? Und das ist genau das, was ein Chatbot abdecken könnte. Der könnte genau den User dort abholen, wo er sich befindet, versuchen in der Sprache zu sprechen, die der User spricht, in der User sich ausdrückt. Meistens ein bisschen wie unter Umständen, aber jemand, der eine Fachexpertise hat, kann das dann in technische Sachen übersetzen. Das ist an sich nichts, wo man viel Intelligenz braucht, da braucht man nur Wissen. Das Wissen kann ein Chatbot genauso übernehmen und somit 24/7 in einem Webshop verfügbar sein, um Produktempfehlungen abzugeben. Zweiter Use Case, Customer Support, liegt recht naheliegend, diesen klassischen First-Level-Support, wo es wirklich nur darum geht, die Antwort auf eine Frage zu wissen, und das ist es, könnte man unheimlich leicht abdecken mit einem Chatbot, indem man einfach einen Fragenkatalog sammelt, idealerweise noch ein paar unterschiedliche Formulierungen, wie diese Fragen aussehen könnten, und dann den jeweiligen Kunden möglichst schnell eine Antwort präsentieren.
gibt es noch immer wieder gefallen, Second Level Support, der sich um die Fragen kümmert, die bislang noch nicht beantwortet wurden, aber im Prinzip ist das ein sehr brauchbarer Use Case, damit kann man zwar kein Geld verdienen, aber man kann sich unheimlich viel Geld sparen, weil leider Gottes ist es so, automatisierte Systeme waren schon immer und werden auch immer billiger sein, als wenn man Menschen dafür zahlen muss. Educational Assistant oder Assistance ist in dem Fall eine sehr spannende Geschichte, als dass es gar nicht so sehr im Regelfall darum geht, Menschen zu ersetzen in diesem Gebiet, sondern eher mehr dort anzusetzen, wo klassische Lehrmechanismen fehlschlagen. Ja, also dieses klassische, Studenten kennen das, man macht Hausübungen um 2 in der Früh, weil irgendwie am nächsten Tag um 8 muss man es abgeben, man hat eine Frage dazu, irgendwie keiner mehr wach, der Lehrer schon gar nicht, was tut, der theoretisch der Assistent vom Professor sein könnte und eben diese klassischen Fragen vielleicht schon weiß, weil diese Klasse jetzt eh schon zum 7. Mal gehalten wurde und Fragen sich immer wieder aufs Neue häufen, könnte ihr 24/7 als Assistent zur Verfügung stehen, um Fragen zu beantworten. Oder auch ein interessanter Use Case, er kriegt eine Frage von einem Studenten gestellt und wenn sich eine halbe Stunde später von einem anderen Studenten eine sehr ähnliche Frage zum gleichen Thema, könnte man im Wesentlichen sagen, hey, liebe Leute, setzt euch da zusammen, ihr habt die gleiche Problemstellung, die gleiche Fragestellung, macht euch was aus, versucht die Problemstellung gemeinsam zu lösen. Also es gibt sehr viele Anwendungsfälle, die sehr spannend sind und das Lernen sicherlich angenehmer gestalten können. Letzter Use Case, sicher tausende mehr, aber ein sehr praktischer und sehr gut verständlicher, ist die Tourismusbranche. Jeder kennt das, ist in einem fremden Land, will sich irgendwas anschauen, will irgendwo essen gehen, Nightlife-Aktivitäten oder sonstiges. Im Regelfall ist man aufgeschmissen, wenn man sich nicht vorab informiert hat und die Sprache nicht kann, dann ist die Frage, was kann man tun? Und das wäre im Wesentlichen so ein Single Point of Information Terminal, wenn man so möchte. Das kann am Handy sein, im Messenger, das kann überall anders sein, wo man sich um die Umgebung informieren kann, schauen kann, was man tun kann, Sightseeing, Geschichten oder sonstiges. Für die von euch, die sich interessieren, okay, wenn man jetzt eine Firma hat und das irgendwie seriös angehen will und jetzt nicht einfach nur beim Hackathon dabei ist und irgendeinen schnellen Chatbot bastelt, sondern das irgendwie gut funktionieren soll, gibt es ein paar Learnings, die ich über, also ich mache das wie gesagt seit 2006 und 7 Jahre davon sehr intensiv. Also ich bin sehr oft abgebogen an Stellen, wo man nicht abbiegen hätte sollen, also habe ich Chatbots gebaut, die nicht sehr gut waren, beziehungsweise wo wir an einen Punkt gekommen sind, wo wir gemerkt haben, wir müssen es anders bauen, weil es so funktioniert sind. Und drei sehr prominente Geschichten oder drei sehr prominente Learnings bei der Sache sind eigentlich nichts Neues, aber Leute vergessen das, wenn sie Chatbots beginnen zu entwickeln, keep it small and simple. Siri, Cortana oder Alexa sollten nicht das Ziel sein. Diese Unternehmen haben Millionen, teilweise Milliarden an Budget und auch umso viele, also Alexa alleine, das sind jetzt 190 offene Stellen in Seattle, kann man sich vorstellen, das ist nur in Seattle, ja, kann man sich vorstellen, was das für einen enormen Entwickleraufwand bedeutet, solche Systeme wirklich zu basteln. Wenn man zurückgeht zu Poncho bzw. Mieter, das sind sehr konkrete Use Cases, die sind genau small and simple, die funktionieren sehr gut. Also ich kann nur jedem empfehlen, der nicht mit einem Unternehmen arbeitet, das eine Größe von Amazon, Google oder Microsoft hat, kleine Use Cases anzugehen. Man kann noch immer einen zweiten oder natürlich später machen, aber zumindest mal einen zu machen, der funktioniert. Es gibt etwas, das ist bei Apps eigentlich auch der Fall, aber das merkt man sehr stark, dass wenn sich Leute überlegen, was wären gute Use Cases für Chatbots, dass sie sich irgendwelche coolen Szenarien überlegen, die auch eindrucksvoll sind, die aber einfach in der realen Welt nicht stattfinden. Ja? Also irgendwelche Konversationen, wo man sagt, okay, also ja, theoretisch könnte es ja irgendeinen Menschen geben, der dieses Problem hat in der Situation und der braucht dann genau einen Chatbot, um den zu fragen. Und das ist dann vielleicht auch in dem Kopf des Entwicklers so, ja, kann sich das gut vorstellen und dann funktioniert das auch genauso, wie es sich vorgestellt hat, aber am Ende des Tages gibt der Kunde, es gibt den Kunden nicht, der das tut, beziehungsweise die Kunden, die es gibt, tun das anders. Ja, also das ist ein Reality-Check, ist am Anfang sehr wichtig, deswegen, wenn man Chatbot baut, meistens kommt man von der Entwicklungsrichtung, wenn man diese Thematik angeht, ist es sinnvoll, sich sogenannte Experten, ja, irgendwelche Fachbereiche oder sonstiges zu suchen, die tagtäglich mit solchen Konversationen zu tun haben, tagtäglich mit diesen kleinen Kunden, Clients oder sonstiges spricht, um sich zuerst mal Informationen abzuholen, wie sind denn solche Konversationen tatsächlich? Was brauchen diese User wirklich? Und vor allem, wann brauchen sie es, in welchem Kontext? Wie drücken sie sich aus? Was für Antworten erwarten sie sich? Und auf Basis dessen kann man dann vermutlich einen sinnvollen Chatbot bauen, der tatsächlich verwendet wird. Ja, wenn man davon ausgeht, man weiß es oder man glaubt es zu wissen, läuft man Gefahr, dass das nicht gut funktioniert. Und das fließt eigentlich auch schon in den dritten Teil über, Early User Testing. Ja, ist eigentlich auch etwas, was mittlerweile in Softwareentwicklung klar sein sollte. Oft geht es ganz gut ohne, deswegen wird es auch nicht gemacht oder sehr spät gemacht. Bei Chatbots ist es absolut notwendig, möglichst früh die Leute mit einzubeziehen, die es am Ende verwenden wird.
liegt daran, dass es einfach kein klassisches Interface ist, wo man irgendwie rumkickt, sondern gerade wenn man ein Textfeld hat, wo man sich komplett ausdrücken kann und sagen kann, was man möchte, gibt es einfach tausende, Millionen von Möglichkeiten. Ne? Und wenn man da sich zu sehr auf Dinge versteift, die einfach nicht das sind, was der User am Ende braucht oder will, dann wird man untergehen in viel Kosten und rauskommen wird ein Produkt, das wirklich sinnvoll ist. Wenn man ein Chatbot bauen möchte, ja, und das jetzt nicht alleine auf eigene Faust bauen will, sondern seriös machen möchte und sagt, okay, man macht das für eine Firma oder man sitzt in einer Firma, was braucht es dann Minimum, um ein sinnvolles Produkt dabei rauszubekommen? Auf jeden Fall mal ein Entwickler, das ist ganz klar, ja, das sollte irgendwie ein Backend-Entwickler sein, idealerweise hat er schon mal irgendwie mit Sprachanalyse oder irgendwas in der Richtung getan, aber im Wesentlichen reicht das mal, wenn er programmieren kann und weiß, wie skalierbare Websysteme funktionieren. Die zweite Rolle ist etwas, eine Rolle, die gibt es eigentlich so noch nicht, die haben wir versucht irgendwie teilweise zu kreieren oder zu formulieren, das ist der Dialogdesigner. Ein Dialogdesigner ist irgendwas in der Mittelding zwischen, der versteht sehr viel von Kommunikationswissenschaft, idealerweise hat einen Background in Verhaltenspsychologie, weiß im Prinzip idealerweise sehr stark über die Domäne Bescheid, also ein Verkaufsexperte, wenn wir jetzt über den Sales-Advisor sprechen, und ist in der Lage, solche Dialoge sich durchzuüberlegen, zu überlegen, was könnte ein User antworten, wie formuliert man die Fragen oder wie formuliert man Sätze, die vom Chatbot kommen, vernünftig. Und würde peu à peu im Wesentlichen mit dem Entwickler gemeinsam arbeiten, damit das einerseits technisch die Funktionalität funktioniert, aber andererseits die Sachen gut formuliert sind. Ist das auch noch. Ja? Also ein guter Entwickler und ein keiner oder ein schlechter Dialogdesigner wird enden in einem extrem schlechten Chatbot. Umgekehrt, lustigerweise, sind die Chatbots meistens ganz gut, auch wenn die Sachen nicht funktionieren, aber solange der Dialog halbwegs lustig ist, ist die Retention-Rate relativ hoch. Nummer 3, ein Chatbot Product Owner, der Begriff ist ein bisschen geborgt aus dem agilen Project Management, aus Scrum, das ist im Wesentlichen eine sehr ähnliche Rolle. Es geht darum, dass jemand irgendwie einerseits weiß, was für Features brauchen wir wirklich, in welcher Reihenfolge, was tun wir nicht, weil bei Chatbots kommt man relativ schnell an den Punkt, da könnte man tausend Dinge tun, aber was tun wir jetzt wirklich und was bringt uns was. Und da geht es einfach um Priorisierung, grundsätzliches Management, auch durchaus schauen, verfolgen wir ein Geschäftsmodell. Also viele Chatbots sind da, sind nett, Geld verdienen tun sie nicht. Und irgendwie das Geschäftsmodell polarisieren tun sie auch nicht. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man am Beginn ein Chatbot zu bauen, wenn man damit Geld verdient, auch sich am Anfang zu überlegen, was soll denn genau das Businessmodell sein und nicht glauben, dass andere Businessmodelle, die auf anderen Kanälen funktionieren, eins zu eins mit Chatbots oder selbst sind, weil das sind sie in der Regel nicht. Gut, das war jetzt mal die Einführung, ja, also das wäre jetzt der Teil gewesen, den ich aber gehalten hätte. Jetzt kommt der Teil, den ich eigentlich halten hätte sollen und jetzt auch halten werde, weil es sonst keiner gibt, der das halten könnte. Jetzt geht es um Chatbot Framework Edit. Ja. Also damals, 6 Jahre lang, habe ich ein Startup gehabt, das hat geheißen Spoken Language System zwischen 2006 und 2013. Technologisch hat das Ganze super funktioniert, weswegen wir auch insgesamt 150.000 Euro an EU-Fundings in 2 Runden bekommen hatten. Problem ist wirtschaftlich, hat das funktioniert. Mittlerweile ist es auch klar, weil tatsächlich quasi, es gab einen Hype über Chatbots im Jahr 2003, 2004, da war es ja klein, aber doch. Dazwischen war mal gar nichts und jetzt irgendwie seit 2015, sagen wir 2016, ist es ein Hype, vielleicht sogar ein Trend geworden. Das erklärt auch, warum Satvision überhaupt nicht funktioniert hat, damals komplett unverständlich für mich, weil ich es damals schon gesehen habe, aber im Prinzip, es gab einfach keinen Markt, der das hätte wollen, die Technologie war mit Wasser noch zu schlecht und da hat auch keiner wirklich verstanden, warum Chatbots überhaupt sinnvoll sein können. So, vor einem Jahr haben wir dann gesagt, okay, also wir meinen jetzt die Firma nicht wieder auferleben lassen, aber wir haben gute Technologie und warum sie irgendwo im Hinterstübchen verstauben zu lassen, lassen sie uns entstauben, wir haben es digitalisiert, dann habe ich ja wirklich viel Zeit investiert, um das irgendwie auf den neuen Stand zu bringen. Ausgekommen ist im Open Source Edit, das steht für Enhanced Dialogic Intelligence, ist eine Middleware, diese Middleware läuft auf Docker, ist Java, also das ganze Toolset ist in Java programmiert. Ist als Middleware zu sehen, also hat keine simple UI à la JetFuel, wo man sich schnell irgendwas zusammenkicken kann, sondern ist wirklich gedacht für den Einsatz in einem Unternehmen, wo es um hohe Skalierung geht und wirklich viele, viele, viele User, die darauf zugreifen können sollen. RESTful, APIs, also man kann natürlich einerseits Java programmieren, Funktionalität hineinprogrammieren, heutzutage gibt es 1000 Programmiersprachen, jeder verwendet eine andere, deswegen ist auch absolut valide, einfach nur das Ding als Docker hochzufahren, die APIs zu verwenden und in der Programmiersprache zu programmieren, die man halt möchte.
Einerseits kann man Chatbots erstellen, da gibt es Konfigurationsfiles, die man im Wesentlichen das Verhalten beschreiben. Aber wichtig, man kann es eben auch testen und maintainen. Allgemein oft bei Software so, wenn die neu entsteht, man kann tolle Sachen machen, aber wenn es dann irgendwie um Wartbarkeit geht, dann ist irgendwie, gibt's wenig Antworten auf die Geschichte. Und etwas, was bei Chatbots sicherlich ein Eckhaus wichtiger ist als bei jeglicher anderen Software-Technologie, ist konsequentes Testen. Dadurch, dass es einfach nicht eine limitierte Anzahl an möglichen Szenarien gibt, im Sinne von, es gibt 5 Buttons und da kann man draufklicken und die 10 Zustände, sondern einfach wirklich Freitextfelder, wo User alles eingeben können zu jedem Zeitpunkt, ist konkretes Testing, also sprich simulierte Dialoge ablaufen lassen zu jedem Zeitpunkt extrem wichtig, weil man kommt sehr schnell drauf, am Anfang funktioniert alles wunderbar und dann entwickelt man Funktionalität 2 dazu, Funktionalität 3 und irgendwann funktioniert die Hälfte nicht mehr, man weiß nicht warum. Passiert sehr schnell und man testet nicht immer alles durch, weil wie gesagt, es gibt tausende Varianten, was man eingeben könnte, deswegen ist automatisiertes Test extrem wichtig bei Chatbots. Eddy ist, wie schon gesagt, auf Java und auf Docker gebaut. Java einerseits, weil es damals in Java programmiert wurde, das ist tatsächlich ein historischer Hintergrund, aber nach wie vor in Java weiterentwickelt wurde, weil die Sprache einfach sehr robust ist und viele Libraries existieren, die für klassische Sachen wie Caching, Synchronisierung, Skalierung einfach gute Antworten bieten. Docker ist aus meiner Sicht heutzutage keine Frage mehr, wenn man Web entwickelt und wenn man Web-Applikationen baut, die skalieren können, dann sind Docker-Container in welcher Form auch immer notwendig, daher auch an dieser Stelle. Arch Linux, ich kenne unter euch, können Sie jetzt fragen, ja, warum ausgerechnet diese Distribution und keine andere? Nur ich glaube daran, dass man grundsätzlich desto kleiner, desto besser und desto weniger Funktionalität man braucht, desto weniger braucht man. Ne? Also irgendwie eine Full-Feature-Distribution, die alles hat und man braucht 10% davon, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Deswegen haben wir uns hier etwas versteift, mehr oder weniger, wo wir gesagt haben, okay, das hat so das Minimum, was wir brauchen. Mehr brauchen wir für unsere Application, unsere Web-Application nicht. Und das tut es absolut. Funktioniert auf allen Docker, kann man halt entwickeln. Als Datenhalterung weggegangen von relationalen Datenbanken hin zu einer NoSQL-Lösung, in dem Fall MongoDB. Das einerseits, weil die Komplexität von relationalen Datenbanken in diesem System absolut nicht notwendig ist. Und das zweite, es skaliert einfach wunderbar. Und das ist ein Kontraargument gegen das Weiterführen von einer relationalen Datenbank. Wie funktioniert das grundsätzlich? Der Workflow schaut folgendermaßen aus: Es gibt Chatbots. Chatbots haben Knowledge Packages. Und Knowledge Packages bestehen aus verschiedenen Tasks bzw. Abarbeitungszyklen, die zumindest aus 3 Modulen bestehen müssen. Das eine ist ein Input-Parser, der im Wesentlichen die Bedeutung der natürlichen Sprache vom User verstehen soll und irgendwie das raus extrahieren soll, also quasi was will der User, was versucht uns hier zu kommunizieren. Dann das zweite ist Dialog-Behavior, wenn man weiß, was der User will und vielleicht auch noch ein paar andere Umgebungsvariablen hat, dann braucht man eine Entscheidung. Also viele Systeme machen das unmittelbar, die sagen, also was auch immer der User sagt, soll unmittelbar zu einer Antwort führen. Ich bin der Meinung, das gehört einfach eine Schicht dazwischen, wo man komplexere Verhaltensstrategien definieren kann. Also in dem Fall sind es Regelngruppen, die Zustände haben und aufgrund dessen ergibt sich am Ende ein Verhalten des Chatbots. Und das Verhalten kann sein, sag einen Satz, das Verhalten kann aber auch theoretisch sein, schalt es nicht ein, schalt es aus, also es könnten Aktionen folgen. Output Generator ist in dem Fall eine Templating Engine, die es erlaubt, vorgefertigte Sätze zusammenzustückeln und je nachdem, was gebraucht wird, auf Aktionen zu wenden und den User auszugeben. Das noch einmal detaillierter, also der Input-Parser hat Dictionaries und Korrekturalgorithmen. Dictionaries sind entweder schon vorhanden oder können manuell hinzugefügt werden, beziehungsweise andere Systeme angefügt werden. Korrekturalgorithmen sind extrem wichtig, die haben den Sinn, wenn man Rechtschreibfehler, grammatikalische Abwandlungen oder Typo oder sonstiges. Also es ist beeindruckend, wie oft User genau das nicht eingeben, was man selber im Dictionary stehen hat. Also es ist sogar, würde ich sagen, bis zu 80% so, dass das, was man glaubt, was der User eingibt, dann ein bisschen anders sein wird. Und deswegen ist es einfach extrem notwendig, dass man Algorithmen hat, die im Wesentlichen in der Lage sind, das bis zu einem gewissen Grad so weit zu matchen, dass man sagt, okay, man hat keine False Positives, aber im Regelfall erkennt das System, was der User angibt. Und bei den Dialogregeln, also es ist eben geclustert in Gruppen, damit man eine Übersicht hat, das können mit Masse verdammt viele Regeln werden.
Und da ist es halt extrem wichtig, also gewisse Conditions zu haben. Da gibt es ein Set von 6 Conditions, damit kann man verdammt viele Sachen machen, aber theoretisch könnte es auch eine Kondition sein, ich mache eine Datenbankabfrage und schaue, was ist. Ich könnte sagen, bei Sonnenschein, bei Nacht, bei Tag. Das sind viele, viele Umgebungsvariablen und Umständen, die den Dialog beeinflussen könnten. Möglicherweise nicht unbedingt, wie ich reagiere, aber zum Beispiel, wie ich den Satz formuliere. Kurzes Beispiel. Klassisches Hello-World-Beispiel, du würdest das funktionieren, die User gibt Hallo ein und daraus wird eine Bedeutung extrahiert. Ja, die Bedeutung ist in Edited Expression genannt, soll in einerseits wesentlich sagen, was heißt dieser Satz jetzt oder was heißt dieses Wort, was für eine Bedeutung hat, das ist eine Form von Begrüßung. Im Dialog-Behavior wird dann gesagt, okay, also wurscht, wie ihr uns grüßt, ob das jetzt ein Hi, Hallo, Grüß Gott oder sonstiges ist, wir wollen die Aktion ausführen, grüße den User zurück. Und der Output-Generator würde auf diese Aktion hören und sagen, okay, passt, kennt die Aktion, hat einen Satz hinterlegt dazu und gebe den jetzt aus. Ja. Das wirkt jetzt unheimlich komplex und irgendwie mühsam, einfach nur für ein Hello-World-Beispiel, aber in komplexen Szenarien, wo eben viele Umgebungsvariablen mit einbezogen werden, ist so ein Workflow absolut notwendig. Ein bisschen komplexeres Beispiel, fangen wir mal für eine Fluglinie. Ja, also man ist im Online-Check-In-Prozess und da gibt es ja meistens die Möglichkeit, heutzutage auch mit Aufpreis, sich den Sitz zu wählen. Ja. Und es wäre das klassische, angenommen, es wäre jetzt ein Chatbot, den man sagen würde, okay, also man möchte jetzt irgendwo sitzen. Das Überlegen ist, okay, man möchte, also es ist ziemlich wurscht, wo man sitzt, hauptsache es ist kein Korridor sieht. Ja. Der Chatbot müsste jetzt im Parser als erstes mal heraussetzen, also okay, einerseits ist es egal, wo er sitzt, aber es soll kein Korridor-Sieg sein. Also Verneinungen sind wichtig, die meisten Chatbots können das zwar nicht, aber das ist einfach ein Sprachgebrauch, der extrem notwendig ist. Aus dieser grundsätzlichen Bedeutung muss dann in irgendeiner Art und Weise Suchabfrage rausextrahiert werden, in einer SQL-Datenbank. Wäre das ein klassischer SQL-Query. In anderen Datenbanken könnte das anders übersetzt werden. Abfragesprachen sind im Regelfall eh sehr ähnlich. Und oder Verneinungen, größer, kleiner und sonstiges. Und dann kommt es eben zum Dialogbehavior. Und vorher habe ich gesagt, es ist notwendig, dass das manchmal ein bisschen komplexer ist, weil man könnte jetzt sagen, okay, der Kunde hat gesagt, er möchte irgendwo sitzen, aber nicht am Korridor. Jetzt ist aber nicht zu entscheiden, was der User in dem Fall gesagt hat, sondern viel entscheidender ist es, die Datenbank dazu sagen. Weil wenn es keine Sitze mehr gibt, außer am Korridor, dann wird man dem User anders antworten, als wenn es etwas gibt, was dem entspricht, was er sagen wird. Oder was er wollte. Ja, und jetzt gehen wir davon aus, es gibt noch einen Sitz, dann könnten wir ihm die Confirmation geben, ja, also wir haben das jetzt für ihn reserviert und andernfalls müssten wir vertrösten und sagen, also lieber User, gibt nur noch Sitze am Korridor. Also dementsprechend wird das Verhalten sich ändern und entsprechend auch der Output-Satz. Etwas, was ich immer wieder verkaufe als absolutes Killer-Feature in Eddy und dann habe ich immer fade Gesichter vor mir und denke mir, ja, blöd, passiert keiner, aber es ist tatsächlich meiner Meinung nach das attraktivste Feature im ganzen Framework, eine Versionierung der Konfigurationsfiles. Ja, also sei das Dictionary, sei das Output Rules, sei es sonstiges. Am Anfang entwickelt man irgendwas, das funktioniert wunderbar. Ja, und das Problem ist, sobald es wunderbar funktioniert und das Leute verwenden, dann neigt man dazu, Dinge weiterzuentwickeln. Das ist auch super. Aber man kommt sehr schnell an den Punkt, dass man gegebenenfalls dann vielleicht einen zweiten Chatbot baut. Oder irgendwas in der Weiterentwicklung in irgendeiner Form kaputt geht. Ja. Und es ist immer vorteilhaft, einerseits zurückrollen zu können zu einem Vorhergestand, der funktioniert hat. Beziehungsweise, und da kommt jetzt der springende Punkt, wenn man einen zweiten Chatbot baut, dann will man nicht in der Weiterentwicklung des zweiten Chatbots Funktionalität des ersten kaputt machen, nur weil man gleiche Libraries verwendet oder gleiche Konfigurationen. Also klassisch wäre ein Dictionary für Begrüßungen, das macht man einmal, das hat man, das wird man weiterverwenden. Vielleicht braucht der eine Chatbot ein paar Begrüßungen mehr, aber ich will damit nicht das Verhalten im ersten Chatbot kaputt machen, weil so wie er ist, sollte bleiben. Und Versionierung macht extrem viel Sinn, weil ich dadurch Sachen weiterentwickeln kann, ohne dass automatisch immer alles bei allen Chatbots nachgezogen werden kann. Also dieses System ist dafür gedacht, viele Chatbots parallel laufen lassen zu können und Module untereinander verwendbar zu machen, ohne dass man quasi klassisches Copy-Pasting machen muss. Es gibt Plugins, vorher schon gesagt, Parser, Dialog, Rules, Output, Dictionaries, da gibt es verschiedene, sei es, wir wollen eine Zahl erkennen, Ordinal Numbers, E-Mails, sonstiges oder eben Custom Dictionaries, wo eigene Wörter oder Phrasen hinterlegt werden können. Dialog-Rules, Chatto kann man eigene Plugins dafür entwickeln, wenn die da sind nicht ausreichen. Und das Output-Templating kann man klassische Informationsdaten halt reinschicken und dann innerhalb des Templating-Frameworks verwenden.
Das sind die Extension Points, wo man sich anhängen kann. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn man Java programmieren möchte und auf Performance Wert legt, dann würde man Plugins bauen und sie ins System reinhängen. Wenn man das aber nicht möchte, weil man vielleicht was anderes programmiert, kann man das genauso. Es gibt Webhooks, wo man im Wesentlichen, sagen wir, einen anderen Docker-Container hat, der daneben steht und sagt, okay, sie können miteinander kommunizieren und im gesamten Lifecycle des Chatbots wird dann im Wesentlichen das andere System gefragt, wenn werden Informationen geschickt, das kann man mit irgendwas tun, das wieder zurückschicken und dann wird weitergearbeitet. Also es ist im Wesentlichen niemand dazu gezwungen, Java verwenden zu müssen. Ein REST-API muss man verwenden können, aber das ist, glaube ich, heutzutage eh gang und gäbe, wenn man irgendwas in der programmieren möchte. Das war's auch schon, letztes Slide. Falls ihr wenig interessiert, die Webseite, es ist auf GitHub, als Repository verfügbar, komplette Continuous Integration, Continuous Delivery Konfiguration mit dabei, also auch wenn man das Repository forken möchte, erbt man diesen kompletten Build-Prozess mit, verwendet die Circle CI, das muss man nur einmal mit einem Button aktivieren und schon hat man eine komplette Entwicklungsumgebung vor sich mit Integrationstests, Unit-Tests und allem, was man sich so vorstellen kann. Und ja, wenn man sich mit der Entwicklung nicht so herumschlagen will, sondern es einfach mal verwenden will, beziehungsweise mal schnell ausprobieren will, Docker Compose ist auch verfügbar auf Docker. Vielen Dank. Fragen, Wünsche, Anregungen, Schwert. Wie weit verbreitet ist das Framework schon? Gibt es da irgendwelche Firmen, bei denen man sagen darf, dass die das meinen? Noch nicht, das liegt daran, dass wir bis Ende Jänner sehr viel daran gearbeitet haben, damit das stabil ist, läuft und gut getestet ist. Seit Ende Jänner halte ich Vorträge darüber, sind mittlerweile zwei Startups, die beginnen das zu evaluieren. Enterprises, die sich anschauen, wirklich ein Produktivbetrieb hat. Also haben es früher einige im Einsatz gehabt, dann lange Zeit nicht und jetzt beginnt es wieder. Wie realistisch ist das Text-Input-Szenario bei? Sind Leute im Raum eher Techniker und Google gibt dann zum Beispiel ein Beta-Win und irgendwie hieß das Beta-Win. So, und wenn man wirklich ein hieß das Beta-Win und er hat eher einen Dialog mit ihm oder Menschen oder so, die Info eigentlich wissen will und welche Info hat der Zugang, man wissen will, zu wenig extra Info dafür, dass ich schnell quasi passen kann, was ich Info will. Es kommt darauf an, also Techniker schreiben tatsächlich eher so mit Keywörtern und Phrasen und das macht doch absolut Sinn und die meisten Chatbots hören auch tatsächlich nur Keywörter und Phrasen und machen alles andere weg, weil das meistens eh nicht gebraucht wird. Also ja, man könnte das Ganze sehr effizient gestalten. Und beim Tippen mag das auch sinnvoll sein, im Sprechen ist es wieder was anderes. Im Sprechen neigt man schon dazu, ganze Sätze sagen zu wollen oder irgendwie innerhalb einer Konversation. Beziehungsweise, da gibt es auch ganz andere Szenarien, wenn man nicht mit einem Chatbot direkt spricht, sondern mit einem anderen Menschen und ein Chatbot hört zu und spricht quasi rein, wenn er irgendwas zu sagen hat. Also da kommt dann schon das Szenario, wo man ganze Sätze irgendwie analysieren können sollte, zumindest in der Lage sein sollte herauszufinden, was interessiert mich davon und was interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen etwas sagt. Du hast gesagt, das ist jetzt eine Lösung für größere Unternehmen. Was würden jetzt KMUs machen? Wenn ich jetzt als einzelner User zum Beispiel einen kleinen Twitter-Chatbot einrichten möchte, komme ich zu den Open-Source-Lösungen oder kommerziell geht es da aus? Grundsätzlich, wenn man Chatbot bauen will, oder? Ja. Ja, also es gibt mittlerweile Sachen mehr, also es bieten sich alle, die mit Chatbots zu tun haben, ein, dass sie Frameworks bauen müssen, obwohl sie selber noch nie einen Chatbot gebaut haben. Also wie gesagt, gibt es Listen, die endlos sind, ich glaube 150 Frameworks habe ich letztes Mal durchzählt. Also in allen Programmiersprachen gibt es irgendwelche Lösungen. Die großen haben eigentlich alle, also API, AI von Google, den Watson, IBM, also es hat eigentlich jede von den großen Firmen auch eins. Es ist, glaube ich, eher die Frage, die man sich selber stellen muss, welches man davon verwenden will. Also die Frage ist, inwiefern ist ein Vendor-Login relevant für einen, inwiefern ist es relevant, dass sich Businessmodelle irgendwie ändern können. Also das ist immer die Cloud-Lösung, die irgendwie gehört, kann sich schnell mal ändern. Privacy ist immer ein Thema, ist mir das wurscht, dass die Daten irgendwo auf Cloud-Servern in Amerika rumkugeln oder habe ich da in irgendeiner Art und Weise, muss ich das bei mir haben? Ne? Je nachdem wird man dann vermutlich sich entscheiden, welches man verwendet. Ja? Wenn es jetzt um ganz simple Klicklösungen geht, wo man nicht programmieren können soll und einfach nur mal schnell irgendwas, würde ich sagen, Chat-Fuel und Motion AI sind die einfachsten, um mal zu beginnen. Unter welcher Lizenz steht Eddie und was macht MongoDB technisch genau in diesem Block?
also in der Reihenfolge ASL 2.0, das ist die Lizenz, und MongoDB ist tatsächlich der Datenhalter für die Konversationen, für die Konfigurationen, also die Persistierung im Wesentlichen der Konfiguration, also nichts Rechenaufwendiges. Also das, alles, was rechenaufwendig ist, passiert in Memory, weil es einfach viel Zeit hat. Also eure Firma bietet diese Dienstleistung als Service an? Wir sind gerade dabei. Also prinzipiell nicht, weil es eine Middleware ist. Also Chatbots und Messenger sind für mich zwei komplett verschiedene Dinge. Also viele Messenger-Lösungen und Chatbot-Lösungen. Die meisten haben sie integriert. Wir machen das auch gerade für Facebook, weil es irgendwie sinnvoll ist, das anzubieten. Derzeit funktioniert es noch nicht, wird aber ganz leicht gehen, indem man dann einfach die API-Keys eingibt. Also. Die Plattformen, die ich am meisten verwende, sind die C und die CDB. Das ist sogar der Markt, spielt eine Rolle oder ist das eher ein Nischenprogramm? Ja, es kommt darauf an, es gibt immer überall Märkte. Die Frage ist, wofür man es verwendet. Also ich kann mir vorstellen, dass man bei IRC durchaus auch spannende. Ich meine, da gibt es ja auch mal Chatbots seit Ende Mai. Also das ist ja nichts Neues. Ja. Ja, es gibt immer Businessmodelle. Ich sage halt, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Menschen. Ja. Menschen kann man nicht verkaufen, man kann das verkaufen, was Menschen tun. Und das ist bei Chatbots auch so. Der Chatbot alleine wird nicht viel Geld bringen, aber das, was der Chatbot tut, kann ein Businessmodell sein. Das ist halt die Frage, das kann alles Mögliche sein. Ja. Also ich glaube, man muss sich immer ein bisschen wegbewegen von der Überlegung, was ist ein Chatbot, sondern eher, wo gibt es Bedarf für irgendwas. Ja. Und kann man das automatisieren? Und wenn dafür, also wenn auf die beiden Fragen ja ist, dann kann man überlegen, macht der Chatbot Sinn. Die andere Richtung, ich möchte ein Chatbot bauen, damit Geld verdienen, ist sehr schwierig. Also da, bis man da was findet, ist es auch. Nicht wirklich. Weil Watson erstens, also die haben alle die Problematik, dass sie Cloud-Lösungen haben. Und jeder, der jetzt nicht irgendwie Cloud-Lösungen irgendwo laufen haben will, hat ein Problem. Und Premise-Lösungen kosten eine Lawine an Geld. Das ist auch Closed Source. Und die spezialisieren sich tatsächlich eher mehr auf Textanalyse. Ja, also was sie gut können, ist Texte parsen und Bedeutungen heraus extrahieren oder Summaries machen aus einem Buch oder sowas. Ja, dafür sind sie extrem gut. Es stellt sich aber heraus, wenn man Dialog, also Konversationsdesign macht oder Dialoganalysen, sind andere Algorithmen einfach besser. Also ich finde, also es ist super, ich mag Watson, es ist wirklich eine tolle Technologie für Sprachkonversationen, ist es too much und ist viel zu teuer in meiner Meinung. Fertige Beispiel-Chatbots für irgendwelche Domänen? Nein. Also? Nein, noch nicht. Okay. Es ist in Progress, also wir müssen uns immer auf andere Features immer refactoren oder schreiben, doch ist dann ein bisschen zu kurz gekommen noch, aber ist in doing. Also auf der Basis wurden schon verschiedene Sachen gebaut, das müssen wir jetzt einfach sauber aufschreiben, sauber unter definieren und beschreiben. Wir müssen die Zivilanlassung ungefähr besser bei dem System oder? Zum Beispiel, ich glaube, das wird an Raspberry laufen, zum Beispiel, für eine kleine Anwendung. Das ist eine gute Frage, habe ich ausprobiert, theoretisch schon. Es hat relativ wenig Overhead, also die Applikation an sich liegt irgendwas bei 20 MB oder so an Overhead, an Memory. CPU ist so eine Geschichte, da kommt es darauf an, wie viele Dictionaries man hat, wie viele Wörter in den Dictionaries, welche Kulturalgorithmen, wie oft Leute das falsch schreiben, wie lange die Konversation schon geht. Blablabla, bla, bla. Also das ist echt schwer zu sagen. Ich meine, damals, wie ich begonnen habe zu entwickeln, also Version 1.2, war eine Single-Core-CPU und da war es halt wirklich schwierig, das Ding so performant hinzubekommen, dass es innerhalb von 50 Sekunden antwortet. Okay. Ist schon lange her, aber damals war die Geschwindigkeit wirklich problematisch heutzutage. Also ich würde sagen, es ist relativ egal. Letzte Frage? Hat noch wer? Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.